أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. والله أعلم wird es auch der Abschluss dieser edlen Sura sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben. Wir waren angekommen bei Ayah 105. Allah azza wa jalla sagt: Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Es geht also nochmal um jene, die glauben, Gutes zu tun, wobei sie aber Schlechtes tun. Und wir hatten ja das letzte Mal ausführlich darüber geredet, dass hier die ursprünglichen Ungläubigen gemeint sind, also die Nichtmuslime, und dass ein Muslim, der sich anstrengt, die Wahrheit zu erkennen, aber aufgrund von Unwissenheit oder Missverständnissen einen Fehler macht, dass er entschuldigt ist. Es geht also hier um diejenigen, die nicht an die Zeichen Allahs glauben. Die Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala unterteilt man in zwei Formen. Einmal die beobachtbaren Zeichen und die lesbaren Zeichen. Also al-ayat, die Zeichen, die wir sehen, die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, und die Zeichen, die wir lesen, also eine Ayah, die gelesen wird, und das ist die Ayah aus dem Koran. Beides wird Ayah genannt. Warum? Weil Ayah ist ein Hinweis. Es deutet auf etwas hin, es zeigt dir etwas. Und die Schöpfung weist auf Allah hin. In jeder Angelegenheit auf dieser Welt erkennen wir, dass Allah der Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, in allem erkennen wir die Eigenschaften Allahs. Wir sagen nicht, wie die Sekten, in allem steckt Allah drin, in allem ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ist über seinem Thron, er ist nicht in seiner Schöpfung, subhanahu wa ta'ala, sondern er ist über seiner Schöpfung, jalla jalalu. Aber die gesamte Schöpfung deutet auf Allah hin. Das sind die beobachtbaren Zeichen oder die kosmischen Zeichen, Ayat Kauniyah. Und die anderen Zeichen, das sind die lesbaren Zeichen, die Zeichen, die rezitiert werden, und das sind die Ayat aus dem Koran. Die Kuffar haben beides geleugnet, also sie haben sowohl diese Zeichen geleugnet, die man sieht, sie wollen nicht einsehen, dass Allah der Schöpfer ist, und zum anderen, sie erkennen nicht an, dass diese Ayat, die gelesen werden, Offenbarung sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie leugnen die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala. Denn, wie ich bereits gesagt habe, die Mushrikun waren zwar Menschen, die an die Existenz Allahs geglaubt haben, aber nicht an das Leben nach dem Tod. Also die Mekkaner zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Ungläubigen, die Polytheisten, Abu Jahl, Abu Lahab und wie sie alle heißen, die haben gesagt, nach dem Leben, also nachdem man stirbt, gibt es kein Leben mehr. So wie die Atheisten es heute sagen. Nur dass die Atheisten gar nicht erst an einen Gott und nicht an einen Schöpfer glauben, aber die Mekkaner schon. Ja, und das ist ja der Widerspruch, dass man sagt, Allah hat mich zwar erschaffen, aber er wird mich nicht noch einmal erschaffen. Das ist ein
Widerspruch und das ist unlogisch. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, diejenigen, die die Begegnung mit Allah subhanahu wa ta'ala leugnen, deren Taten sind ungültig. Allah azza wa jal sagt, so werden ihre Werke hinfällig. Und das ist natürlich eine gewaltige Strafe, vor der jeder Muslim Furcht haben soll. Noch einmal, liebe Geschwister, wenn wir diese Ayat lesen, und hier geht es um die Ungläubigen, dann heißt das nicht, dass diese Ayat nicht auch dich meint. Denn auch wenn du zwar an Allah glaubst und an die Zeichen glaubst und an die Begegnung mit Allah glaubst, vergisst du sie manchmal, diese Angelegenheit. Also bist du auch hier angesprochen. Je nachdem, wie sehr du diese Aspekte verinnerlichst oder nicht. Jeder, der sündigt, der hat in diesem Moment vergessen, dass er Allah begegnen wird. Und das sagte bereits der Prophet sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Zina begeht, begeht dies nicht im Zustand des Glaubens. Und derjenige, der Alkohol trinkt, trinkt es nicht im Zustand des Glaubens. Und derjenige, der Diebstahl begeht, begeht dies nicht im Zustand des Glaubens. Das heißt, während der Sünde hat er so wenig Iman, dass er nicht dagegen ankämpfen kann, gegen diesen Drang, diese Sünde zu vollziehen. Das heißt nicht, dass er kein Gläubiger ist. Denn noch einmal, wir dürfen nie urteilen, nur anhand eines Hadiths oder nur anhand einer Ayat. Wir müssen immer sämtliche Ayat und sämtliche Ahadith berücksichtigen. Dann werden wir zum Schluss kommen, wie die Gelehrten es gesagt haben, dass derjenige, der sündigt und gesteht, dass es eine Sünde ist und es nicht legalisiert, dass das ein Gläubiger ist, aber ein Sünder. Also, wenn du sündigst, ist dein Iman im Keller. Und du hast die Begegnung mit Allah Azza wa Jal nicht parat. Auch wenn du sie nicht leugnest, aber du hast sie vergessen. Wenn man die Begegnung mit Allah vergisst und das immer wieder, was passiert dann? Dann passiert, dass die guten Taten vernichtet werden. Und das erinnert uns an welchen Hadith? Dass die guten Taten vernichtet werden. Gut, ja, das mit dem Beleidigen, das war eine Frau, die viel gebetet hat und so weiter und so fort, ja. Bitte? Genau. Genau. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag der Auferstehung werden Menschen kommen mit Belohnungen, Berge wie die Berge von Tuhama, riesige Berge. So dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sie dem Erdboden gleich machen. Also die Hasanat sind futsch. Dann fragten die Sahaba, wer sind diese? Gehören sie zu uns? Sind das Muslime also? Dann sagte er, sie beten so wie ihr betet. Und sie haben an einen Anteil nachts, also Qiyamul Layl, so wie ihr es habt. Und sie fasten, wie ihr fastet. Aber wenn sie alleine sind, wenn sie sich zurückziehen, übertreten sie die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns vergeben. Dieser Hadith erklärt, dass die guten Taten hinfällig werden. Und die Regel lautet, nur der Austritt aus dem Islam macht die guten Taten hinfällig, also löscht alle guten Taten. Nur Schirk, Al-Kufr, also Austritt aus dem Islam, möge Allah uns davor bewahren. Wie können wir das jetzt vereinen? Diese Menschen haben gebetet, gefastet und auch noch nachts gebetet und am Ende sind die Hasanat futsch. Ja? Auf, dass sie ihn verehren werden. Diesbezüglich wird er sie in
Launen bringen, die sie dann für gut empfinden, die sie aber vom Glauben wegbringen. Also, dass der Shaitan ihnen die Hoffnung entnimmt, meinst du? Oder er verliert die Hoffnung, meinst du? Weil die Leute um Vergebung bitten. Aber die Frage ist ja, warum landet so jemand in Jahannam? Und wenn wir sagen, all seine Sünde, all seine guten Taten sind weg, das bedeutet, er ist als Käfer gestorben. Okay, also dass er doch dann Schirk begangen hat, okay? Ja, bitte? Ja, und weil es eine innere Dimension gibt und eine äußere und das nicht mit Herzensangelegenheit macht, sondern einfach, zum Beispiel beim Gebet einfach die Bewegungen. Und Sünde für Sünde ist ja von der Religion ausgegangen. Es muss ja nicht direkt eine große Sünde sein, sondern okay, schrittweise, ja. Genau, man gewöhnt sich an eine Sünde und irgendwann gefällt der Person die Sünde so sehr, dass sie sagt, ey, warum ist das nicht Hölle? Und wenn sie dann Allah sozusagen tadelt und sagt, hey, dieses Gebot ist nicht gut. Genau. Das ist die Gefahr der Sünde. Und zwar, die Ulama haben gesagt, also es handelt sich hier um Kufr. Am Ende ist ein Käfer geworden. Aber die Frage ist, wie kann man beten und sogar Qiyamul Layl und fasten und am Ende Käfer werden? Dass es sowas gibt, das wissen wir, oder nicht? Wie viele Menschen, möge Allah uns bewahren, haben den Islam verlassen. Sowas gibt es. Ja. Aber wie funktioniert sowas? Indem eben die Sünde verharmlost wird und sie wieder und wieder getan wird, bis man die Sünde so sehr liebt, dass man das Gebot Allahs hasst. Und wenn man ein Gebot Allahs hasst, dann ist man kein Muslim mehr. Dass man eine Sünde begeht, da ist man noch Muslim, solange man das Gebot Allahs nicht verabscheut. Aber wenn du süchtig bist nach einer Sünde, ohne die Sünde nicht mehr leben kannst, kann es sein, es muss nicht sein, aber kann es sein, dass es so weit geht, dass du es nicht akzeptierst, dass Allah diese Sünde verboten hat. Und mangelnde Akzeptanz der Gebote Allahs ist Kufr. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn wir also solche Ayat lesen, es geht hier um die Mushrikin, um die Kuffar, um die Nichtmuslime, dann schau dir an, was nennt Allah hier an Grund und überprüfe, habe ich ein paar Prozent von diesen Aspekten in mir. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. Okay, du leugnest es nicht, aber hast du es vergessen? Du vergisst es. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Um diesen Aspekt des Glaubens an Yawm al-Qiyamah nochmal hervorzuheben. Ihr kennt die Geschichte von Jalut, die Geschichte von David und Goliath, ja, und der Kriegsführer, oder also der General hieß ja Jalut. Und Jalut ist ja mit seinem Herr herausgegangen und dann hat er gesagt, hört mal zu, da kommt jetzt ein Fluss, ihr dürft nicht davon trinken. Und dann haben sie doch alle, fast alle getrunken, nur eine gewisse Gruppe, ja? Talut, habe ich Jalut gesagt? Talut, also Talut war der Kommandant gegen Jalut. Also Talut ist der Führer gewesen, der Gläubigen. Also nicht Jalut, Jalut war ja der Ungläubige. Also Talut ist heraus mit seiner Armee und dann hat er gesagt, ihr sollt von diesem Fluss nicht trinken. Dann haben viele davon getrunken, die Mehrheit. So, die Minderheit hat sich ja jetzt an dieses Gebot gehalten. Was haben die dann gesagt, als sie das Heer, die Armee von Jalut gesehen haben? Sie haben gesagt, also die packen wir nicht. Die sind zu stark für uns. Was sagt jetzt Allah? Allah sagt, da sagten jene, die an die Begegnung mit Allah glauben, wie oft hat eine kleine Gruppe eine große Gruppe besiegt? Diejenigen, die gesagt haben, das sind zu viele, waren das Ungläubige? Nein, es waren keine Ungläubige. Es waren
Leute, die sich an das Gebot von Talut gehalten haben. Allah sagte, als er dann den Fluss überquert hat, er mit den Gläubigen. Also hat Allah gesagt, sie sind gläubig. Aber Iman besteht aus mehreren Stufen, ist nicht gleich. Das heißt, diejenigen, die das parat hatten, die Begegnung mit Allah, die hatten keine Furcht vor der Armee von Jalut. Diejenigen aber, die zwar geglaubt haben, aber nicht diesen Level erreicht haben an Iman, die waren sich unsicher. Daraus entnehmen wir, dass der Glaube eben steigt und sinkt. Und je nachdem, wie stark dein Glaube ist, wirst du dich auch verhalten. Also sagt Allah Azza wa Jal, das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Kein Gewicht beimessen, hierzu gibt es unterschiedliche Deutungen bei den Tafsir-Gelehrten. Al-Shinqiti rahimahullah sagt, so werden wir ihnen am Tage der Auferstehung kein Gewicht beimessen, kann zum einen bedeuten, dass sie keine Hasanat mehr haben werden, die gewogen werden. Also Yawm al-Qiyamah wurden sämtliche Hasanat vernichtet aufgrund des Kufr, aufgrund des Unglaubens. Und somit haben sie keine Hasanat, die gemessen werden können. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Also da gibt es nichts, was man wiegen kann. Die andere Deutung besagt, dass sie kein Gewicht bei Allah haben. Was heißt kein Gewicht bei Allah haben? Was ist damit gemeint? Ja? Das war ja die erste Bedeutung, dass sie keine Hasanat mehr haben. Also sie haben nichts, was man wiegen kann. Aber was bedeutet, sie haben bei Allah kein Gewicht? Ja? Keine Stellung. Sie haben bei Allah kein Ansehen. Und beides widerspricht sich nicht. Ich habe ja schon öfter erwähnt, im Tafsir unterscheiden wir Ansichten, die sich nicht widersprechen. Dann sagen wir, alles ist richtig. Und Ansichten, die sich widersprechen, da muss man gucken, welche Ansicht hier die richtigere ist. Ja? Genau. Also wann ist jemand nichts wert bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er nichts Gutes getan hat, wenn von ihm nichts Gutes angenommen wurde? Das bedeutet also, sie sind erniedrigt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal wird sie gar nicht achten. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie vergessen, wie Allah es sagte. Sie haben Allah vergessen, so wird er sie vergessen. Und das Vergessen Allahs ist natürlich nicht das Eintreten der Unwissenheit nach der Kenntnis. Das ist ja bei Menschen so. Was heißt, du hast etwas vergessen? Unwissenheit ist eingetreten, nachdem du Wissen hattest. Aber bei Allah, Allah Azza wa Jal, war weder unwissend, noch wird er irgendwann unwissend sein. Er ist der Allwissende, schon immer und für immer, subhanahu wa ta'ala. Was heißt also, dass Allah vergisst? Das bedeutet, er wird sie nicht beachten. Er wird ihre Hilferufe nicht erwidern. Er wird sie nicht retten, möge Allah uns davor bewahren. Und Yawm al-Qiyamah werden ja verschiedene Sachen gewogen. Was wird gewogen, Yawm al-Qiyamah? Es sind drei Sachen, die gewogen werden. Ja? Die Person selbst, der Mensch selbst wird gewogen, ja? Die Bücher. Und die Tat. Das sind drei Sachen, die gewogen werden. Also es gibt Ahadith über diese drei Aspekte. Entweder wird die Tat gewogen, oder die Schriften werden gewogen, oder der Mensch selbst wird gewogen. Und du wiegst dann natürlich nicht Kilos, kannst auch nicht den
Body Mass Index, der bringt dir nichts, sondern Hasanat. Du wiegst dann Hasanat, ja? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag der Auferstehung wird der gewaltige, schwere Mensch, ja, also er wiegt viel, gewogen, aber er wird nichts wiegen. Luft, er ist gewaltig, ja, und normalerweise in der Dunya, ja, also korpulent und wiegt sehr viel, aber Yawm al-Qiyamah wiegt er nichts. Er wiegt dann nicht einmal so viel wie ein Flügel eines Insekts. Und da las er, also Rasul sallallahu alaihi wasallam, diese Ayah, und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Ein Beleg dafür, also das ist ein Beleg, dass die Menschen selbst gewogen werden. Ein zweiter Beleg ist der Hadith, dass Ibn Mas'ud radiallahu sehr dünn war. Ibn Mas'ud, der gewaltige Gefährte, radiallahu anhu wa arda, der Koranwissenschaftler unter den Sahaba und Gelehrte. Er war sehr, sehr dünn. Sehr dünn. Und er hatte dann sein Kleid, sein Qamis, und mit jedem Wind, der weht, ja, bewegt sich der Qamis, und da waren die Beine, also Unterschenkel, sichtbar, dass er sehr dünn ist. Da lachten einige. Ja, da lachten, wie dünn seine Beine sind. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, warum lacht ihr? Da sagten sie, o Prophet Allahs, aufgrund seiner dünnen Beine. Da sagte er, bei Allah oder bei demjenigen, in dessen Hände meine Seele ist, sie werden auf der Waagschale schwerer wiegen als der Berg Uhud. Warum? Weil er mit diesen Beinen so viele Hasanat gesammelt hat. Das heißt, deine Körperglieder, deine Körperteile werden so viel wiegen, so viel sie getan haben für Dunya. Was hast du mit deiner Hand getan? Du hast gespendet, du hast geholfen. Was hast du mit deinen Beinen getan? Du bist immer zur Moschee gegangen. Das heißt, alles, was du tust mit deinen Körperteilen, wird dann gewogen als Hasanat. Und das ist dann derjenige, der schwer wiegt, Yawm al-Qiyamah, oder der eben nichts wiegt. Möge Allah Azza wa Jal unsere Waagschalen mit Hasanat füllen, die schwerwiegend sind. Dass die guten Taten gewogen werden, der Beleg dafür ist, der Hadith des Zettels, wenn man so sagen will, Hadith al-Bitaqa. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden aus der Hölle rettet und er hat unzählige, ja, sagen wir mal, Akten an Sünden. Und auf jeden Fall, am Ende hat er nur ein Zettel an gute Tat. Und auf diesem Zettel steht, ja, La ilaha illallah. Sonst hat er nie was Gutes getan. Das Einzige, was er getan hat, war La ilaha illallah zu sagen und natürlich auch zu glauben. Es war jetzt kein Heuchler. Sonst würde es ihm ja nichts bringen. Dann wurden also all seine Sayyiat, seine Sünden, auf die eine Waagschale gelegt und dieser Zettel mit, also diese gute Tat eben, auf die andere Waagschale. Und da war La ilaha illallah schwerer als alle anderen Sünden. Und das bedeutet natürlich, dass er La ilaha illallah gelebt hat. Nun sind sich die Gelehrten nicht einig. Zum Beispiel Sheikh al-Albani rahimahullah belegt anhand dieses Hadiths, dass eben derjenige, der nicht betet, trotzdem ein Muslim ist, solange er an das Gebet glaubt. Ja, aber wenn er faul ist und deswegen nicht betet, er belegt es unter anderem, nicht nur mit diesem, aber unter anderem mit diesem Hadith, hier steht, und er hat nie etwas Gutes getan, außer La ilaha illallah. Die anderen sagen, nein, La ilaha illallah ist ein Komplettpaket. Gemeint ist, er hat nie mehr getan als die Pflichten. Woher wollen die das wissen? Das steht doch nicht im Hadith. Noch einmal, aus den anderen Ahadith.
indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, dass es eben die Pflichten gibt. Wie dem auch sei, das ist nicht unser Thema jetzt. Unser Thema ist, dass eben die Taten gewogen werden, die Schriften gewogen werden und man selbst gewogen wird. Eben, man wiegt dann Hasanat oder Sayyiat. Möge Allah unsere Waagschalen mit den guten Taten füllen. Allah sagt in der nächsten Aya, ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. Das ist ihr Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen und meine Gesandten lustig machten. Ibn Ashur rahimahullah sagte, das ist ihr Lohn, auf was weist das hin? Was, der Lohn für was? Eben für das, was vorangegangen ist an Unglaube. Also ihr Lohn, diese Strafe ist ihr Lohn für ihren Unglauben und dafür, dass sie die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala missachtet haben. Oder dass eben für andere Sünden, ja, allgemein, die sie getan haben, das ist der Lohn, also die Strafe in Jahannam, für alle anderen Sünden, die sie begangen haben. Denn Allah Azza wa Jal erwähnt ja in anderen Ayat, warum die Kuffar in Jahannam bestraft werden. Allah Azza wa Jal sagt, قَالُوا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Sie sagten, was hat euch in Saqar gebracht. Saqar ist Jahannam, ein Name des Höllenfeuers. Was ist das Erste, was sie sagen? Wir gehörten nicht zu den Betenden. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Und? Ja? Genau, wir haben die Armen nicht ernährt. Und dann? Ja? Das kommt danach. Oder? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Miskin. Genau, da kommt noch was vorher. Ja? Was heißt das? Barakallahu fiqh. Und wir haben Unsinn geredet mit denjenigen, die Unsinn reden. Und dann? Was sagen sie dann? Und wir leugneten den Tag der Auferstehung. An vierter Stelle. Das heißt, sie sagen, wir haben nicht gebetet. Warum seid ihr jetzt in Jahannam? Warum bestraft euch Allah? Sie sagen, weil wir nicht beten. Das heißt, in Jahannam wird dem Käfer gesagt, so diese Strafe, die du gerade bekommst, ist, weil du Subh nicht gebetet hast. Und das ist die Strafe, weil du Dhuhr nicht gebetet hast. Und das ist die Strafe, weil du Al-Asr nicht gebetet hast. Und das ist die Strafe, weil du Al-Maghrib nicht gebetet hast. Und so weiter und so fort. Das heißt, diese Kuffar, möge Allah uns bewahren, werden nicht nur bestraft aufgrund von ihrem Unglauben. Denn wenn es so wäre, warum erwähnt dann Allah, dass sie nicht gebetet haben? Wenn Allah etwas erwähnt, dann macht das Sinn. Allah erwähnt nichts Unnötiges. Wenn er also erwähnt hat, dass sie nicht gebetet haben, zeigt das, dass sie dafür bestraft wurde. Das heißt, der Ungläubige muss beten, aber bevor er betet, muss er erstmal glauben. Aber er wird für beides bestraft. Und das erklärt uns, wie gewaltig die Strafe Allahs ist und dass wir uns in Acht nehmen müssen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn der Kafir bestraft wird dafür, dass er nicht gebetet hat, obwohl er Kafir war, obwohl sein Gebet gar nicht erst angenommen wird, würde er jetzt beten, denn er muss ja erstmal glauben. Wie kann man dann leichtfertig mit dem Gebet als Muslim umgehen? Und das Erste, worüber man gefragt wird, Yawm al-Qiyamah, ist das Gebet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Also das Erste bezüglich der Rechte Allahs. Und was ist das Erste bezüglich der Rechte der Menschen, worüber man gefragt wird? Bitte? Nein? Ja? Bitte?
Ehre? Nein. 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 Das Gebet ist zwischen dir. Wenn du nicht betest, hast du einem Menschen was getan? Unrecht getan? Es geht um Unrecht zwischen Menschen, ja? Riebe? Das Lästern? Nein. Nein. Blut, Mord. Das erste zwischen menschlichen Sachen, das erste, worüber man gefragt wird, hast du jemanden getötet? Aber das erste zwischen dir und Allah, also du hast niemandem was getan, es ist eine Sünde, du hast niemandem etwas getan, sondern du hast Allah Azza wa Jal nicht angebetet. Was von allen Gottesdiensten wird zuerst gefragt? Das Gebet. Wenn es gut ist, also wenn du deine Arbeit getan hast, dann ist alles andere gut. Das heißt, selbst wenn da Fehler sind, wenn die nicht ganz so in Ordnung sind, die anderen Sachen, wird Allah dir verzeihen. Aber wenn du da kommst, Yawm al-Qiyam, und du hast nicht gebetet, wenn es nicht gut ist, dann ist alles andere nicht gut. Ich sage immer, stell dir mal vor, auf der Arbeit oder in der Schule sagt jemand, hör mal zu, es gibt zwei Aufgaben. Aufgabe A und Aufgabe B. Ohne Aufgabe A brauchst du gar nicht erst zu kommen. Und er sagt dir, Junge, ohne Aufgabe A, dieses Projekt, du brauchst gar nicht erst herzukommen. Jetzt machst du Aufgabe B, du kriegst den Nobelpreis dafür. Du hast das perfekt gemacht und kommst zu deinem Chef, zu deinem Lehrer und sagst, bitteschön, hier ist Aufgabe B. Was wird der Lehrer, der Arbeitgeber, der Chef dir sagen? Ja? Durchgefallen. Wo ist denn A? Aber B war super. Sprichst du, verstehst du nicht? Ich habe dir gesagt, wo ist Aufgabe A? Und ich habe dir gesagt, du sollst erst herkommen, wenn du Aufgabe A gemacht hast. Und so ist es mit dem Gebet. Ja Rabbi, ich habe gefastet. Ja Rabbi, ich habe Zakat gegeben. Ja Rabbi, ich habe Hajj gemacht. Ja Rabbi, ich war gut zu den Leuten. Ja Rabbi, ich habe Waisenkinder gepflegt. Wo ist das Gebet? Habe ich nicht. Zack, Jannam. Außer Allah Azza wa Jal vergibt nach der Ansicht, dass man Muslim ist. Nach der Ansicht, dass man ein Kafir ist, dann möge Allah bewahren. Und wann kennen wir denn die richtige Ansicht? Ja? Yawm al-Qiyamah. Also wer ist so lebensmüde, dass er wartet bis Yawm al-Qiyamah, um zu wissen, wer von den Gelehrten nun Recht hat? Die Gelehrten, die dir gesagt haben, wer nicht betet, aus Faulheit, ist trotzdem Muslim, haben ja nicht gesagt, du sollst nicht beten. Sondern die haben das gesagt, um zu sagen, okay, du darfst mit deiner Frau zusammenbleiben, du bist immer noch Muslim. Zum Beispiel, du darfst das Erbe bekommen von deinem Vater, du bist Muslim. Darum, es geht um weltliche Aspekte, wie geht es jetzt mit dir weiter? Aber Yawm al-Qiyamah, die sagen dir, Wallahu a'lam, oder nicht? Jeder Gelehrte, wenn er eine Ansicht sagt, er sagt, guck mal, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dieser Sahabi hat gesagt, dieser Gelehrte hat gesagt, und am Ende sagt er was? Wallahu a'lam, und Allah weiß es besser. Also, und ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, also, wie kannst du dann das Gebet unterlassen und du weißt, Yawm al-Qiyamah, hast du dieses Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sagt dann, Ayah 107, Inna allazina amanu wa aminu s-salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Gewiss, für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Möge Allah Azza wa Jal uns die höchsten Stufen des Paradieses geben. Also die Übersetzung ist jetzt nicht ganz deutlich, weil hier steht ja nicht Al-Jannah, sondern Al-Firdaus. Firdaus ist was? Ja? Die höchste Stufe des Paradieses. Was ist über Al-Firdaus? Die Decke des Firdaus? Der Thron Allahs, Jalla Jalaluhu, Subhanahu wa Ta'ala. Und im Firdaus ist der edle Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah uns erlauben, ihn zu begleiten im Paradies. Und deswegen, also es geht hier um Firdaus, aber übersetzt mal Firdaus auf Deutsch. Paradies. Und was ist dann Jannah?
Okay, Jazakallahu khairan, Garten. Ja. Aber es muss halt ein besonderer Garten sein. Aber das stimmt, Jannah ist ein Garten. Jannah wurde Jannah genannt aufgrund, wir haben ja, das habe ich schon mal, Jim und Nun deutet auf was? Ein Wort mit Jim und Nun? Dass irgendwas, was bedeckt ist. Deswegen Jinn siehst du nicht, ja, zum Beispiel. Jannah, warum Jim und Nun, warum ist da, sind diese Buchstaben da? Aufgrund der Fülle der Bäume und so weiter und so fort. Ja, dass man, es, dass es so dicht ist, ja, sodass du eben vieles nicht sehen kannst, weil es eben viel gibt im Paradies. Also Al-Firdaus ist die höchste Stufe des Paradieses. Warum erwähnt Allah nun Al-Firdaus? Das ist im Koran sehr oft so, also fast immer so. Wenn Allah die Strafe erwähnt, erwähnt er danach die Belohnung. Und wenn er die Belohnung erwähnt, erwähnt er danach die Strafe. Und das ist eine pädagogische Angelegenheit. Du sollst nicht nur, du sollst nicht einseitig sein, auch in der Erziehung, in der Da'wah, nicht nur über das Paradies reden, als ob es Jahannam nicht gibt. Und auch nicht nur über Jahannam reden, als ob es Al-Jannah nicht gibt, sondern ein Gleichgewicht. Mal redest du über das Paradies, mal redest du über Al-Jannah. Und je nachdem, wer vor dir ist. Zuerst beginnt man die Da'wah mit was? Mit Jannah, mit Hoffnung. So wie Allah sein Buch begonnen hat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was kommt jetzt? Malik Yawmiddin. Zuerst kommt Ar-Rahman Ar-Rahim. Zuerst Hoffnung machen. Einige, da fruchtet es bei ihnen nicht. Warum? Sie sind noch benebelt aufgrund der Begierden. Die brauchen dann die Drohung. Achtung, es gibt den Tag der Auferstehung. Aber was soll zuerst getan werden, wenn du mit jemandem redest? Zuerst einmal zum Guten aufrufen. Machen wir die Fragen nachher, Habib. Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, sagt, also die Ayah, wie heißt sie? Gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Gut, also das ist nicht wörtlich, sondern im Arabischen heißt es was? Kanat. Was heißt Kanat? In welcher Zeit ist das, ja? In der Vergangenheit. Also wörtlich, gewiss, denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, gehörten die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme. Gehörten. Was sagt jetzt Ibn Uthaymin? Kanat im Arabischen bedeutet das Sein, also es ist. Es muss also nicht nur eine Handlung sein, die abgeschlossen ist in der Vergangenheit. Und deswegen bei den Ayat, wenn du hörst, wa kana Allahu aliman hakima, das heißt nicht, und Allah war allwissend und allweise, sondern was heißt es? Ist. Und was ist mit früher? Wenn du sagst, Allah ist, und was ist mit gestern? Ist ist jetzt. Wird bleiben, okay, ja. Ja, aber was heißt kana hier? Was heißt kana, das Verb? Ja? War schon immer, barakallahu fik. Allah war schon immer allwissend. Und auch hier in dieser Ayah heißt kana, gewiss für diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, gab es schon immer die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme. Also das Paradies wurde erschaffen für diese Leute. Und deswegen erwähnt Allah Kerne, also nicht, dass jemand kommt und sagt, warum steht hier die Vergangenheit? Warum ist das wichtig? Ja, weil es Leute gibt, Islamkritiker, die behaupten dann, im Koran gibt es Sprachfehler. Die sagen, guck mal, hier steht Kerne. Kerne ist in der Vergangenheit. Ja, aber Kerne bedeutet, war schon, immer. Und nicht nur es war,
Also es war in der Vergangenheit, bleibt in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Also Ibn Uthaymin rahimahullah sagt, zum einen heißt es, dass es schon immer war, zum anderen wird Kana benutzt, um etwas zu bestätigen. Es ist tatsächlich so. Auch das ist sprachlich möglich bei diesem Wort. Also es ist sicher, dass die Rechtschaffenen Al-Firdaus bekommen. Möge Allah uns dazu zählen. Ibn al-Qayyim sagt, Al-Firdaus benutzt man für das ganze Paradies, aber auch für die höchste Stufe im Paradies. Und die Grundlage des Begriffs Firdaus ist auch Garten. Ein Firdaus, was ist das? Ein Garten. Ad-Dahhak, er zitiert Ad-Dahhak, er sagt, es ist ein Garten, der umgeben ist mit Bäumen. Und andere sagen, es ist ein Garten, der umgeben ist mit Bäumen oder Pflanzen, der Wein, also der Trauben. Ja. Und Plural ist Faradis, ja, also Plural von Firdaus ist Faradis. As-Sa'di sagt, rahimahullah ta'ala, es kann sein, dass gemeint ist mit Firdaus die höchste Stufe des Paradieses. Oder die beste Stufe des Paradieses. Und die höchste ist die beste. Also das ist jetzt kein Widerspruch. Also entweder wir sagen, Firdaus bedeutet die höchste Stufe, oder wir bezeichnen sie als die beste. Und die beste ist die höchste. Das ist also nicht entweder so oder so. Ja. Nur er sagt, sprachlich können wir verstehen unter Firdaus die höchste Stufe, beziehungsweise die beste Stufe. Und diese Stufe erlangt wer? Derjenige, dessen Glaube vollkommen ist und dessen Taten rechtschaffen sind. Möge Allah unser Glauben vervollständigen und unsere Taten verbessern. Dies sind die Propheten und die Nahestehenden. Also jene, die Allah nahestehen. Wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Und wenn er zu den Nahestehenden gehört, dann bekommt er eben diese Gärten. Und die nächste Stufe ist, und wenn er zu wem gehört? Ashab al-Yamin, zu den Leuten der rechten Seite. Was ist der Unterschied? Die Ulama sagten, die Nahestehenden sind die, die die Pflichten getan haben, plus Freiwilliges. Und die Leute der rechten Seite, das sind diejenigen, die nur die Pflichten getan haben. Und dann gibt es die, die irre gegangen sind. Weil mein Körner, min ad-dallin. Ad-dallun sind die Irregegangenen. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, die Pflichten nicht eingehalten haben. So umfasst dieser Lohn allen Leuten des Glaubens, die eben nahestehen und rechtschaffene Werke tun, je nachdem, wie ihr Zustand war. Also je nachdem, wie gottesfürchtig sie waren. Abu Huraira radiallahu an überlieferte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, im Paradies gibt es 100 Stufen, die Allah für die Mujahideen vorbereitet hat. Zwischen zwei Stufen ist so viel, also die Entfernung ist so viel wie zwischen Himmel und Erde. Also von einer Stufe zur nächsten Stufe ist so viel wie zwischen Himmel und Erde. Wenn ihr also Allah anfleht, dann bittet ihn um Al-Firdaus. Das heißt, du sollst nicht sagen, wie einige sagen, ah, ich will einfach nur ein Zelt irgendwo unten im Paradies. So geht das nicht. Warum? Das wissen wir auch in der, heutzutage in der Lehre von Führung, Organisation, Strategie, Visionen. Was ist eine Vision? Es gibt ja ein Motto und es gibt, was weiß ich, die Philosophie des Betriebes. Dann hast du die Vision. Die Vision ist ja ganz oben, ja?
Barakallahu fik. Eine Vision muss immer größer sein, als man denkt, erreichen zu können. Warum? Warum denn das? Warum soll ich so irgendwas anpeilen, wo ich denke, also boah, das wird wohl nicht erreicht werden. Ja? Barakallahu fik. Je höher das Ziel ist, umso mehr wirst du erreichen. Das heißt also, wenn du dir ein kleines Ziel setzt, du wirst dieses Ziel vielleicht gar nicht erreichen, ja? Das kleine Ziel. Aber das, was du erreichen wirst, ist auch nur wenig. Wenn du das Ziel höher machst, dann wirst du auch mehr erreichen. Mehr als das kleine Ziel, das der andere sich erhofft hat. Das ist in der Dunya, ja, in der Welt der Wirtschaft und so weiter und so fort, ja, des Erfolgs. Aber Al-Firdaus ist etwas, was man erreichen kann. Ist keine Vision. Ist eine Haqiqa, ist eine Wirklichkeit. Durch was? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er redet über Al-Firdaus und was Al-Firdaus ist und dass es die höchste Stufe ist. Es gibt 100 Stufen. Was hat er uns jetzt für einen Tipp gegeben? Wenn ihr Al-Firdaus haben wollt, was sollt ihr machen? Dua. So einfach. Guck mal, das ist die höchste Stufe. Die Stufe der Propheten. Wie kommst du hin? Durch Dua. Aber ernsthaften Dua. Wahrhaftigen Dua. Und der wahrhaftige Dua ist jemand, der bittet und auch was tut. Nicht der bittet und nichts tut, der lügt. Sondern derjenige, der wirklich Allah anfleht, Ja Rabbi, hilf mir, ein Mensch zu werden, der es verdient, zum Firdaus zu gelangen. Das bedeutet, Ja Rabbi, gib mir Al-Firdaus. Ja Rabbi, beschere mir den Eintritt in Firdaus, heißt was? Also erziehe mich zu einem Menschen, der zum Firdaus kommt. Wer kommt zum Firdaus? Je näher oder je mehr du so lebst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, umso näher wirst du zu ihm sein. So einfach ist es. Je mehr du tust, was der Prophet getan hat, sallallahu alaihi wasallam, umso mehr wirst du auch in die Nähe des Propheten kommen, alaihi salatu wasallam. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Taten erwähnt, die einen zum Propheten bringen. Wie zum Beispiel das Pflegen von Waisenkinder. Der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ein Waisenkind pflegt, der wird mit mir sein, Yawm al-Qiyam. Und dann zeigte er zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Und das Gleiche sagte er, derjenige, der guten Charakter hat, der wird mit mir sein. Und als der eine gefragt hat, Rasul sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, wünscht dir was? Da sagte er, ich möchte dich begleiten im Paradies. Noch etwas? Dann sagte er nein. Am nächsten Tag fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nochmal. Wünscht dir was? Dann sagte er, ich möchte dich begleiten im Paradies. Noch etwas? Er sagte nein. Am dritten Tag das Gleiche. Da sagte er in einer Überlieferung, und als ich mir vorgenommen habe, am nächsten Tag, er war jung und wollte heiraten, und als er am nächsten Tag sagen wollte, bitte mach Dua, dass ich heirate, hat Rasul sallallahu alaihi wasallam die Frage gar nicht erst gestellt. Das ist, wenn Allah dich auserwählt. Allah weiß, okay, jetzt geht es um Dunya, jetzt wird die Frage nicht mehr gestellt. Lass dein Herz gebunden sein an diesen einen Wunsch. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Also hilf mir, dir zu helfen. Durch was? Durch vermehrte Niederwerfungen. Denn mit jedem Sujud gehst du eine Stufe höher. Mit jedem Sujud, mit jeder Niederwerfung, wirst du eine Stufe höher im Paradies kommen. Dieser Hadith nun, dass es 100 Stufen gibt im Paradies, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Sind das die höchsten 100 Stufen oder sind es insgesamt 100 Stufen? Also da gibt es zwei Ansichten. Die einen sagen, nein, nein, es gibt mehr als 100. Aber das sind die Top 100 Stufen. Die anderen sagen, nein, es gibt tatsächlich 100 Stufen und die höchste ist die Stufe des Firdaus. Wenn man also
Allah subhanahu wa ta'ala anfleht, dann soll man ihn anflehen, dass man in Al-Firdaus kommt. Wenn du also eine Aya liest, in der es um Firdaus geht, dann musst du auch dieses Gefühl entwickeln, diese Sehnsucht nach Al-Firdaus. Besonders wenn du Surat Al-Kahf zum Beispiel liest, diese Stelle oder andere Ayat, mach dir Gedanken über Al-Firdaus. Was ist das Paradies? Was gibt es dort? Wie sehen die Flüsse aus? Wie sehen die Häuser aus? Wie sehen die Schlösser aus? Wie sehen die Gemächer aus? Lerne etwas über das Paradies, damit du nachsinnst, wenn du diese Aya liest. Das heißt, bei jedem Mal, wenn du diese Aya liest, denkst du an eine Sache. Ja, zum Beispiel jede Jumu'ah, wenn du Surat Al-Kahf liest, an dieser Stelle überlegst du Al-Firdaus. Was gibt's da? Zum Beispiel, du bist der Nachbar des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Oder was gibt es noch Besonderes für Al-Firdaus? Ja? Barakallahu fiik. Dass man Allah sehen darf. Möge Allah uns erlauben, ihn zu sehen. Was für ein Genuss. Was für ein Genuss. Allah, jalla jalaluhu. Ihn zu sehen, subhanah. Möge Allah uns das erlauben. Und es gibt ja diesen Markt, am Freitag, an dem sich die Paradiesbewohner, nicht alle dürfen da jedes Mal, je nachdem, welche Stellung du hast, aber für Al-Firdaus auf jeden Fall jede Woche, da treffen sich die Propheten und die Märtyrer und die Wahrhaftigen, die Besten der Besten. Und da zeigt sich Allah Jalla Jalaluhu jeden Freitag den Paradiesbewohner. Subhanallah. Und dann kehren sie zurück zu ihren Frauen und da sagen sie, ihr seid schöner geworden. Was denn sonst? Aber du siehst Allah, da musst du doch schöner werden. Geht doch nicht anders. Ich meine, bei einem kleinen Urlaub und dann kommst du zurück. Oh, man sieht, du hast dich richtig erholt. Ja, mashallah, sieht man dein Gesicht. Ja? Und das war irgendwo hier, irgendwo ein Fleck auf der Erde. Stell dir mal vor, du siehst Allah, wie wunderschön du aussehen wirst. Und dann sagst du deiner Frau, und du bist auch schöner geworden. Das ist das Paradies. Möge Allah uns das Paradies geben. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sagte, das größte und beste und schönste Geschöpf ist der Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher erhob er sich über ihn. Denn er ist der Beste, Jalla Jalaluhu. Und er erhob sich über sein bestes Geschöpf. Und alles, was, und je näher etwas zum Thron ist, umso schöner wird es. Und da nun Al-Firdaus am nächsten ist zum Thron, ist es auch der beste und schönste Platz überhaupt im Paradies. Und Allah Azza wa Jalla sagte, وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Und die Vorauseilenden, mit was sind sie vorausgeeilt? Also mit guten Taten. Also sie machen die guten Taten zügig. Sie sagen sich nicht, na inshallah, Qiyamul Layl, nächster Ramadan wieder. Ja, Koran durchlesen, 2 Wochen vor Ramadan, vielleicht fange ich wieder an. Sondern sie sagen sich jetzt. Jetzt mach ich Qiyamul Layl. Einmal die Woche, einmal alle 2 Wochen, einmal im Monat. Aber mach was. Nicht, dass du erst Qiyamul Layl, so wie Tarawih, hast du das Salat al-Isha gebetet. Okay, danach machst du 8 Raka'a und dann Shafa' al-Witr. So wie im Ramadan. Nur, dass du es halt nicht jeden Tag machst. Willst du jeden Tag? Bitteschön. Aber noch einmal, wir wollen ja immer kleine Brötchen backen, immer kleine Schritte machen. Also mach einmal die Woche. Jeder von uns hat Zeit, einmal die Woche Qiyamul Layl zu machen. Al-Quran zu lesen. Das heißt, je schneller du oder je zügiger du eine gute Tat machst, umso eher gehörst du zu dieser Sorte von Menschen, die vorauseilen. Was ist mit denen? Ulaika al-Muqarrabun. Das sind die Nahestehenden. Also, Muqarrabun bedeutet diejenigen, die nahe gebracht werden.
Wo, von wem nachher gebracht? Zu wem werden sie gebracht? Zu Allah. Also in Al-Firdaus. Fi Jannatin Na'im. As-Sa'di sagt, wal-Muqarrabun, also diejenigen, die nahe gebracht wurden, das sind die Besondersten unter den Geschöpfen. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt, wer vorauseilt in dieser Dunya, und zwar zum Guten, der wird in der Akhira auch zu den Vorausgeeilten gehören und den Nahestehenden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn der Lohn entspricht der Tat. Also je nachdem, was du getan hast, wird auch dein Lohn sein. In einem Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Paradiesbewohner schauen sich die Leute der Gemächer an. Über ihnen. Über ihnen? Über sie? Über ihnen. Ja Rabbi, lass uns zu denjenigen gehören, die in den höchsten Stufen des Paradieses sind. Also es gibt Paradiesbewohner, die gucken so nach oben. Boah, guck mal. Ah, guck mal, wie der, was für eine Villa da oben hat. Er ist selbst im Paradies, aber sie schauen nach oben. Sie sehen sie wie Sterne, weil sie so oben sind, so hoch sind. Da sagten die Sahabe, o Gesandte Allahs, sind das die Gemächer der Propheten? Da müssen ja die Propheten leben, oder nicht? Die besten Menschen überhaupt. So dass niemand anderes dorthin kommt? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, doch bei dem, in dessen Hände meine Seele liegt, es sind Menschen, die an die Propheten geglaubt haben. Ja Rabbi, lass uns dazugehören. Ja Rabbi, wir glauben an alle Propheten und Gesandte. Also versammle uns mit ihnen in den höchsten Stufen des Paradieses. Subhanallah. Dieser Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Allahu Akbar. Da freut man sich doch, oder nicht? Du musst einfach nur daran glauben, an die Propheten. Wenn du eine Geschichte hörst aus dem Koran, Nuh, Ibrahim, wie sie alle heißen, die edlen Propheten, dann empfinde diese Sehnsucht, ich darf mit ihnen leben, in diesen höchsten Stufen im Paradies, weil ich an sie alle glaube. Das heißt also, es sind Menschen, die an Allah geglaubt haben und an die Propheten, und aufgrund dieses Glaubens wird Allah subhanahu wa ta'ala sie emporheben. Was gibt es noch für Gründe, damit man höhere Stufen bekommt im Paradies? Ja? Genau, dass man den Koran rezitiert und dann sagt Allah Azza wa Jalla, lies, und deine Stufe wird dort sein, also bei der letzten Ayah, die du liest. Und das ist natürlich ein Ansporn, mehr Ayat zu lernen. Einige Gelehrte sagen, dies gilt auch für die, die regelmäßig lesen. Möge Allah es erlauben. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Versuche so oft wie möglich Koran zu lernen. Du kannst jeden Tag eine Ayah lernen. Eine Zeile. Kannst du. Es gibt 60-Jährige, 70-Jährige, 80-Jährige, die den Koran auswendig gelernt haben. Du kannst es auch. Du musst es nur wollen. Und du musst anfangen. Jetzt kommt der Shaitan. Okay, dann zählen wir nochmal 600 Seiten mal 15 Zeilen. Da braucht man ja 5000 Jahre. Geht nicht, also brauche ich nicht. Du darfst nicht vergessen, die Baraka, der Segen wird kommen. Wenn du die erste Zeile gelernt hast, die erste Eier, oh, hast du 3 Tage gebraucht dafür. Ah ja, ist noch verrostet. Aber mit der Zeit wird es besser und besser und besser, und dann wirst du irgendwann mal eine Seite an einem Tag lernen können. Und die Sahaba haben sich auch die Zeit genommen. Sie haben immer 10 Ayat gelernt und sie umgesetzt und dann erst weitergelernt. Und ihr kennt die Geschichte, haben wir schon mal erwähnt, von Umar radiallahu anh, und anderen Sahaba, dass sie für Surat al-Baqarah Jahre gebraucht haben. Also von daher,
Mach dir keine Sorgen, ob du das Ziel erreichst oder nicht. Denn selbst wenn du den Koran nicht komplett auswendig gelernt hast, du hast heute die Absicht genommen, ja Rabbi, ich verspreche dir, ab heute beginne ich meine Reise, den Koran auswendig zu lernen, mit einer Ayah am Tag oder in 2 Tagen oder in 3 Tagen. Zack, und du stirbst heute. Möge Allah uns ein gutes Ende geben. Dann kriegst du den Lohn, dass du den ganzen Koran auswendig gelernt hast. Warum? Weil du es beabsichtigt hast. Guckt mal, wie viel wir vergeuden. Aber Allah weiß, ob du es ernst meinst oder nicht. Also beginne. Beginne, dass du eben die höchsten Stufen des Paradieses bekommst. Pro Ayat, es gibt ja über 6000 Ayat. Das heißt, das ist eine gewaltige Sache. Was gibt es noch? Ja? Bitte? Durch Schicksalsschläge und Prüfungen, ja? Sag. Gut, das sind allgemeine Sachen. Aber gibt es Ahadith, wie zum Beispiel bei Koran, da sagte er, lies eine Ayah und steige eine Stufe. Wir brauchen Ahadith, wo es heißt, steige eine Stufe. Nicht allgemein gute Sachen, natürlich alle guten Sachen führen ins Paradies. Ja? Wenn man die Lücke in der Gebetsreihe schließt, pro Lücke kriegt man eine Stufe höher, oder was? Eine Stufe höher, okay, weiß es nicht, Allahu alam, aber kennst du den Hadith, oder was? Okay, barakallahu fik, ja? Auf den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, heißt der Hadith, pro Segenswunsch kriegst du eine Stufe höher? Ja? Also nochmal, Ahadith, die ihr kennt, wo ihr sicher seid, nicht mich fragen, Allahu barik fikum. Wer kennt einen Hadith, bei dem es heißt, mach das oder jenes und du kommst eine Stufe höher? Ja? Genau, das Sujud, die Niederwerfung, ja? Okay, ja, aber da ist auch jetzt nicht dieses Pro-Sache. Ich sag's euch, ja, damit ihr nicht noch weiter ratet. Mit jedem Schritt zur Moschee, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mit jedem Schritt zur Moschee bekommst du eine Stufe höher im Paradies. Und da muss man sich mal vorstellen, wie viele Schritte man macht zur Moschee. Und das gilt natürlich auch, wenn du mit dem Auto und E-Scooter oder was weiß ich, von mir aus fliegst du zur Moschee. Ja? Es kann ja auch bald möglich sein, Allahu a'lam. Ja? Du wirst also diesen Lohn bekommen. Ebenso, also das hatten wir gesagt, diese Schritte. Dann haben wir das auch gesagt mit den Waisenkindern. Genau, und Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wer 2 Mädchen erzieht, bis sie die Pubertät erreichen, der wird Yawm al-Qiyamah mit mir zusammen sein. Subhanallah. Möge Allah unsere Kinder segnen und möge Allah uns helfen, sie zu erziehen. Gucken wir mal, ob wir hier, werden wir doch, Alhamdulillah, doch nicht fertig mit der Sura, inshallah. Aber noch ein Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer 2 Mädchen hat oder 3 Mädchen hat oder 2 Schwestern oder 3 Schwestern und sich um sie sorgt, bis sie sterben oder bis er stirbt, dann werde ich mit ihm so sein. Subhanallah. Guckt mal, wie sehr der Islam die Frau ehrt. Wie sehr der Islam sich kümmert um die Frau. Dass Allah Azza wa Jal dir den Al-Firdaus gibt. Warum? Du kümmerst dich um Mädchen. Ob es deine Töchter sind oder deine Schwestern sind. Inshallah machen wir dann an diesem Punkt einen Halt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die höchsten Stufen des Paradieses geben. Ja Rabbi, wandle unsere Sünden um in gute Taten. Vergebe unsere Sünden, bevor wir sterben. Ja Rabbi, lass uns sterben mit der Aussprache des Glaubensbekenntnisses. Ja Rabbi, sei zufrieden mit uns
und mit unseren Eltern und mit unseren Verwandten. Ja Rabbi, lass unsere Eltern und Verwandten als Muslime sterben und versammle uns alle mit dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in den höchsten Stufen des Paradieses. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.